Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Apostel Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ja, lieben wir Gott? Das Kennzeichen dieser Liebe zu Gott besteht darin, dass wir die Gebote Gottes halten. Darin zeigt sich unsere wahre Liebe. So sagt uns Jesus heute im Evangelium. Jesus, der ganz eins ist mit dem Vater, er möchte auch uns eins machen in ihm durch seinen Heiligen Geist, der uns schon in der Taufe geschenkt worden ist. Dieser Geist der Wahrheit, der uns erfüllt mit seiner göttlichen Kraft, mit seinem Licht, damit wir alle Lügen durchschauen, damit auch wir Zeugen sein können für Jesus, den auferstandenen Herrn. Der Geist der Wahrheit ist uns geschenkt. Es ist der Geist, der uns heiligt, der unser Herz erfüllen möchte, damit wir Christus in unserem Herzen heilig halten, ja, damit wir das Heilige heilig halten, den Namen Gottes, seine Gebote, sein Wort. Ja, dieser Geist der Wahrheit, er vertreibt den Geist der Lüge. Ich denke, das ist der eigentliche Kampf, der in dieser Welt tobt, der Geist der Wahrheit, Wahrheit gegen Lüge. Manche Menschen vertrauen, bauen bewusst auf Lüge, auf Täuschung, Betrug. Wir aber wollen auf den Herrn bauen, auf sein Wort, auf sein Gebot, das uns in die wahre Freiheit führt. Hier halten wir die Gebote Gottes, vertrauen wir seinem Wort. Schenken wir den Lügen keinen Glauben, allen verlogenen Lehren, die uns in die Irre führen wollen. Gott ist Schöpfer der Welt. Er hat Himmel und Erde gemacht, den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Er hat auch die Ehe geschenkt zwischen Mann und Frau. Auch das ist sein Werk. Halten wir seine Gebote. Die Kirche sagt, dass auch Abtreibung eine schwere Sünde ist. Wer diese tut, der ist ausgeschlossen von der Heiligen Kommunion, exkommuniziert. Denn auch das ungeborene Leben, der ungeborene Mensch besitzt Würde, ja, das Recht einer menschlichen Person. Der Herr, er schenkt seine Gnade, seine Barmherzigkeit. So dürfen wir ihm vertrauen. Er ist der Beschützer der Familien, von Vater, Mutter und Kind. Ja, der Herr schenkt auch diese Kraft, dass wir auch alle Widrigkeiten, die uns als Christen und im Zeugnis für Christus, den Herrn, begegnen, annehmen, aufopfern können. Wir haben ja heute gehört, es ist besser, für das Gute, für die Wahrheit zu leiden, als für Ungerechtigkeit, für Lügen, für das Böse. Denn Jesus sagt, selig die um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, ihnen gehört das Reich Gottes. Ja, wir dürfen
uns hineinlegen, sozusagen in die Hände Gottes. Wir sollen Zeugen der Wahrheit sein, Zeugen des Evangeliums, Zeugen für diese Kultur des Lebens, für dieses Leben, das der Herr uns schenkt, gegen die Kultur des Todes. So können wir diesen unreinen Geist auch überwinden, die Sünde, die Lüge. Heute ist auch der Gedenktag eines seligen Österreichers, es ist der selige Franz Jägerstätter. Er wurde vor ungefähr 10 Jahren im Linzer Dom selig gesprochen. Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört. Er war Familienvater, Mesner, ja ein einfacher Bauer, aber er hat diesem Regime der Nazis widerstanden. Er hat sich zu Christus bekannt, zur Kirche, zum Glauben, ja zu seinem eigenen Gewissen, das ihm gesagt hat, ja, ich muss auf diese Stimme meines Gewissens hören, auch wenn die anderen etwas anderes sagen. Und er hat ja diesen Wehrdienst verweigert und ist hingerichtet worden. Auch er ist Zeuge für das Evangelium, Zeuge für die Wahrheit. Er starb im Jahr 1945, wurde enthauptet. Was würden wir tun, wenn wir vor der Entscheidung stehen würden? Ja, entweder du sagst dich von Christus, von deinem Glauben los, oder du stirbst. Wie viele Menschen werden heute so herausgefordert in muslimischen Ländern? Wie viele sterben als Zeugen für Christus, hingerichtet, getötet, nur weil sie Christen sind? Diese Kraft kann uns nur der Herr schenken, der Geist Gottes, der uns gegeben ist. So haben wir Zuversicht in allen Bedrängnissen, in allen Leiden. So haben wir diese Kraft zum Kampf, ja zum Zeugnis für das Evangelium. So können auch wir, ja, Rede und Antwort stehen für alle und vor allen Menschen, die uns nach der Hoffnung fragen, die uns erfüllt. Ja, wir haben eine Hoffnung, die uns keiner nehmen kann, eine Freude, weil der Herr schon in uns Wohnung genommen hat, weil wir schon jetzt mit Jesus auferstanden sind zum neuen Leben. Und weil der Herr uns führt und leitet, weil er uns den Vater zeigt, in der Gewissheit, dass der Vater im Himmel uns barmherziger Vater ist, der unser Glück, unsere Freude und unser Leben will. Amen.